Hatten Sie an den anderen Theatern, die ich aufgezählt habe, also eben auch BKA etc. etc., hatten Sie da schon Ihren Event gefunden, so wie wir Sie später auch im Fernsehen erlebt haben, oder waren Sie eher noch auf der Suche? Ja, ich bin ja heute nur auf der Suche und frage mich, was soll das, was machst du denn da, was hast du denn jetzt wieder gesagt? Haben Sie es denn damals schon so gemacht? Nee, war ja, also ich komme ja klassischerweise aus dem Varieté, also sprich scheinbar Varieté, ne? Varieté, diese Mixform von, wir tun alle Genres, irgendwie knallen wir zusammen. Also du hast jemanden, der ein Schwert schluckt, dann hast du jemanden, der Figuren aus Seifenblasen macht, dann hast du einen Clown, dann hast du einen Zauberer, Vertikalseil oder so. Hab dann eigentlich das größere Engagement war damals im Chamäleon-Varieté in Mitte, in Hackischenhöfen, was damals eine absolute Freakshow war. Also das war so kurz nach der Wende, glaube ich, 90, 91 ging es da los und das war so wie Varieté in den 20er Jahren, wo ich selbst immer zugeguckt habe. Hat damals 18 Mark gekostet, die ich überhaupt nicht hatte, aber das habe ich mir zusammengespart dann. Ne? Und da habe ich angefangen, Blut zu lecken, weil das waren Anarchisten, die diesen Laden, die waren der Clown war gleichzeitig auch der Geschäftsführer. Leider, denn das alte Chamäleon ist ja pleite gegangen, denn vielleicht aufgrund dessen, weil Hacki da selbst Abrechnung gemacht hat. Aber da waren Leute mit dabei, wo ich dachte, genau das möchte ich machen. Ich möchte mit diesen ganzen Freaks irgendwie auf einer Bühne stehen und ich möchte auch irgendwie, Varieté heißt immer, du hast in der ersten Hälfte eine Nummer und in der zweiten auch. So, und das jeder zusammen, jeder hat zwei Nummern. Es war international, es war alles bunt gemischt. Da habe ich Blut geleckt. Das war das erste Engagement. Aber und dann was bin haben ich Sie ins, denn da gemacht? Ins GOP gegangen, weil ich dachte, das ist doch geil für mich. Jede Stadt hat ein Varieté und überall sind Freaks. So, und das verfolgt mich mein ganzes Leben, dass ich sage, ich habe voll Bock, eine Sache zu machen und dann lerne ich andere Leute kennen, die eigentlich genau das Gleiche machen, aber eben ja für Pelzträger oder nur Kohle fixiert, dieses Fressen. Ich hasse das bis heute, wenn ich im Theater bin, wo die Leute fressen. Fressen kannst du zu Hause, da ist Theater oder frisst danach halt, aber doch nicht in der Vorstellung. Und dann trinken die teure Weine und weiß ich was. Das hat mich genervt. Und da war dann auch, gab es wieder irgendwie Vorschlaghammer in die Fresse gehauen, wo Fakt war, ey, das ist wieder kaputt, weil es gibt nur, oder es gab, das ist jetzt das Chamäleon heutzutage, ist genauso scheiße wie die anderen, aber es gab nur diese Chamäleon-Varieté damals. Und das war so geil. Das hat mich geprägt. Ja, aber Sie haben ja gesagt, Varieté. Was die anderen gemacht haben, was haben Sie denn da geboten in dem Programm? Ich habe, das fing an durch mit Improvisation, die nicht sehr gut ankam. Weil starke Nummern dabei waren. Also Chamäleon war ja schon, das war ja schon ein Ding. Also das waren ja Leute, die haben ja international gearbeitet und viele waren auch da, die sich halt einen Spaß erlaubt haben, um da mal mitzumachen, weil das halt so eine geile Stimmung war. Ne? Und irgendwann kristallisierte sich die Geschichte, die Eintagsfliege heraus. Also die Eintagsfliege und die Nummer, das Haarwuchsmittel.